Harald! Ja. Hat etwas gedauert. Weiß ja, wenn man so ein Teil in der Hose hat. Einfach starten. So ein Gerät. Da muss man erstmal suchen. Ach ja. Mal kurz, ob ich hier irgendwie die Empfangslautstärke hochdrehen kann. Sag mal was. Hallo, hallo, gut. Hallo. Ja, ich habe jetzt hier bei der Aufnahme die Lautstärke auch ein bisschen lauter gedreht, weil du bist ja Game Audio und das habe ich ja normalerweise immer ein bisschen runtergeregelt. Das heißt, auch Harald ist etwas runtergeregelt. Ah. Ja, wenn du springst, dabei schlägst, dann macht er so einen Super Punch. Geil. Also wenn du läufst. Wenn du läufst. Und dann springst du, dann schlägst. Im Sprung quasi. Wow, ja, ich mach's ja schon. Jetzt da. Ja, ich mach hier den Super Punch. Bin schon hier der Super Punch-Typ. Frauen schlagen. Wenigstens hier ist es noch legal. Oh. Geht los! Los! Hast du schon irgendwas markiert? Boah, du bist trotzdem ein bisschen leise. Ich nehme mal das Spiel jetzt runter. So, bitte? Hast du schon irgendwas markiert? Nee, ich überlege noch. Aber... da. Und nach rechts raus. Hui. Seh dich. Da wollen wir hin! Oh, hier ist noch jemand, der hier hin will. Oh je. Viele wollen halt aber nur hin, um das scheiß Auto zu holen, was da in der Garage steht. Ja, da steht ein Auto. Ah, er ist abgedreht. Oh, sehr gut. Er weiß aber, dass er uns besser nicht mit uns beiden anlegt. Ah, der hat ein anderes Auto gefunden. Hey. Kommt eine Pfanne, jetzt wird alles. Ja, ich hole mir gleich eine Pfanne. So. Hm. Ist nicht so viel. Schreck mich doch nicht so. Hast du die Schrotflinte da gerade hingelegt?
Ohne Munition? Ich will. Hast du keine Munition? Zur Schrotflinte dann gerade eben? Nee, da war keine. Liegt noch ein Level 2 Rucksack? Oh, eine Glock 18. Du Schwein, wo bist du? Da. Okay, wir sagen, wir setzen uns das Auto und fahren in die Richtung, wo es das Endgebiet ist. Markiert, wo wir ungefähr hin wollen. Das finde ich gut. Kann es sein, dass wir jetzt beschossen werden? Ja, das kennt man. Schon aufgefallen, dass wenn die Avatare hier Auto fahren, dass sie einfach nicht schalten, die fahren die ganze Zeit im ersten Gang. Und so nebenbei. Gänge? Ich fahre automatisch. Ja. Harald, woher soll ich sowas wissen? Gut. Ist da auch noch ein Auto? Nice. Oh, Flugzeug. Oh, direkt in der Nähe. Wollen wir es herausfordern? Ja, klar. Ich mit meiner. Aber brauchen wir noch erst Munition? Ja. Hier kommt immer so ein Knurren über den Audio-Chat. Also entweder hast du einen sehr lautstarken Magen. Weißt du, was es heute Abend hier zu essen gibt? Eine richtig geile Pizza. Oh, hey. Da ist ein Fallschirm. Oh. Was denn? Geh mal rein. Oh, da kommen lauter Fallschirme. Okay, das ist unsere, glaube ich. Schreit da quasi nach uns. Kiste. Für die Wasserlampen. Auf jeden Fall gibt es heute Abend eine... Oh. Gorgonzola Schinkenpizza ist richtig geil. Ah, ist mir gut. Gorgonzola, Alter. Richtig schimmelig. Da sind welche. Ausknockt, mal eins. Hast du gut gemacht. Ein Kumpel wird ja auch noch irgendwo sein. Da hinten ist einer. Okay, scheiß drauf. Das dauert, was er hier ist. So, was nehmen wir denn da mal? Oh, die neue Waffe. So, der kommt gleich her. Ja, bin gleich da. Da kommt ein Auto, pass auf. Wo bist du? Ich hab einen. Das ist in dem Auto. Hier ist auch noch Loot, ne? Ah! Wa! Oh, fuck. Nicht sterben, Harald. Ja, ich muss mich heilen. Kannst du irgendwo hinterkommen? Ja, ich werde mich hier verstecken, ja? Nein, komme. Ich glaube, ich sterbe. Nee, jemand rennt. Das werde ich sehen. Ja, da hinter dem Stein. Der jo. Schießt gleich auf dich. Da rechts, pass auf. Scheiße. Ja, habe ich gesehen. Fuck! Mann! Oh, ich hab's kommen sehen. Ja, das war von dem ersten, der Kumpel. Ah, ja. Hat seinen Tod gerecht. Aber das ist ganz wichtig, falls es... Ja, was? Ja? Falls es aussieht, dass es schlecht für dich aussieht und irgendwo kriegt doch einer rum, den angeschossen hattest. Hauptsache mitnehmen. Ja. Also ihn töten, irgendwo töten. Ja, ich hab ihn ja gerade auch. Also... Den Leuten das Spiel versauen. Ja, ich hab ihn ja gerade auch. Getötet. Er kroch da so rum und hatte noch Hoffnung und dann
habe ich ihm die genommen. So sind wir halt. Es liegt in der Natur des Menschen. Eieiei. Hui. Nase, hör doch auf zu jucken. Bibbidi babbidi boobidi boo. Von Wonder Woman ist eine gute Version raus. Ich weiß nicht, wovon du sprichst, Woman. Natürlich nur von legalen Dingen. Aber ja, gut natürlich. Zu wissen, ja. Ich weiß auch nicht, warum ich heute Morgen meinen Uploaded-Account verlängert habe. Okay, wir gehen ins Herrenhaus. Da wird immer Party sein. Herrenhaus? Okay. Ja, das Herrenhaus. Dann, so wie bei Resident Evil. Okay, und nach rechts. Das ist ja dieses eingezäunte Ding. Und das hintere ist das Herrenhaus. Du meinst rechts außen sozusagen oder wo? Eins von diesen? Ja, okay. Nee, das hintere da, das ist das. Ja. Oder was meinst du jetzt? Ja, nee, ist gut. Das große. Guck mal, hier wer? Hier ist keiner. Ist der super. Bist du drin? Nee. Ein bisschen weiter weg, aber hier nix. Was auch endlich gepatcht haben oder gefixt haben, ist diese Scheiße, dass wenn du irgendwie noch am Fallschirm hängst, aber der dann sich irgendwie nicht löst und habe ich gehasst, Alter. Wie, der hat sich nicht gelöst? Also der blieb dran oder was? Ja, man hing dann irgendwie, wenn du irgendwie jetzt an einem Haus warst oder so, oder irgendein Objekt war in der Nähe, das quasi höher, etwas höher war, okay. Dann ist man irgendwie daran hängen geblieben, ohne dass er das. Man hatte erst nach einer Zeit angeboten, dass man das Seil durchschneiden kann, und aber. Ah, okay. Auch war es dann schon zu spät. Ich hatte einen Bug auf jeden Fall schon, dass ich mich nicht mehr richtig bewegen konnte, sondern im Prinzip nur strafen. Also ich konnte mich nicht drehen. Weißt du, dass ich mit Alt umgucken kannst? Mit Alt-Taste? Ja. Wenn du Alt-Taste hältst, dann kannst du dich umgucken. Ja. Und wenn du diesen Bug hast, dann ist quasi die Alt-Taste eingerastet. Du musst nur einmal kurz drücken so. Und dann ist es weg. Okay. Danke. Pop, pop. Ja, ich weiß nicht, hast du schon was Tolles? Ich nicht. Oh, hier liegt ein M16 und ein M... Ja, zwei M16. Immer mitnehmen. Schöne gepolsterte Jacke mit Fell. Aber ich habe noch keinen Rucksack. Du? Hast du schon einen Rucksack? Ja. War nur klein. Ich finde bestimmt noch einen. Bin ganz sicher. Schroti. Ah, hier sind Rucksäcke. Einmal, ja, auch nur Stufe 1, aber immerhin. Was ist da? Zwei Rucksäcke Stufe 1, aber du hast ja schon einen. Okay. So. Bup, bup, bup.
Sehr gut. Okay. Ist halt frustrierend, wenn du die ganze Zeit hier rumläufst, irgendwelche Sachen lootest und dann. Hast du bist einfach eine Begegnung abgeknallt und ist alles weg. Aber gut, das ist ja so das Grundding bei diesen ganzen Battle Royale Spielen. Ja. Da darf man nicht dran denken. Bist du da oben noch drin? Ja. Hier habe ich soweit alles durch. Was war, welches Level waren die Rucksäcke, die da drüben waren, die du hattest? Eins nur. Ach, schade. Lohnt sich nicht. Ich nehme das gelbe Haus. Links. Oder auch nicht? Jawohl. Doch! Ich gehe ins gelbe Haus. Ich kann auch Befehle befolgen, so ist das nicht. So geht's nicht, es geht zu schnell sein. Oh, nochmal Munition, sehr nice. Ja. Stopp dich auch auf, da liegt noch mehr. Im kleinen Raum. Wir sollten irgendwie ein Auto ranbekommen, weil wir ganz schön weit fahren müssen. Okay. Falls du irgendwo was... Ja. Schrei einfach. Da! Ein Baum! Da! Ein Haus! Oder meinst du ein Auto? Ein Auto. Ach so! Na gut. Ich hasse das immer, wenn... ich dann ein Auto sehe und es entpuppt sich erst aus nächster also Nähe als Wrack. Ja, genau. Ja. Bei manchen Wracks finde ich, siehst du es halt nicht so gut. Und manche Büsche sehen halt in der Distanz halt immer aus wie irgendwelche Typen. Ja. Ich hatte mal eine Runde gezockt mit dem Kumpel. Da dachte ich zuerst, warum sieht der Busch so komisch aus? Und dann bin ich rangegangen und dann saß da halt einer, also einer drin und im nächsten Busch saß auch einer. Und die waren wohl einfach AFK. Die sind einfach. Ja, die mussten haben auch geguckt, aufs Klo. Wo die nächste. Ja, nee, die haben einfach nur geguckt, wo die nächste, wo die Zone sein könnte. Und haben sich dann einfach in die Nähe gesetzt. Hier, da hinten ist einer im Süden. Wo siehst du das denn? Ich. Also ich sehe keinen. Bist du dir sicher, dass das nicht auch ein Busch war? Und halt ein scheiß Auto ist das Problem. Ach, wir haben doch noch, keine Ahnung. 2 Minuten? Ich weiß es nicht. Der Stein ist schön, den habe ich schon öfters gesehen. Sieht aus wie ein echter Stein. Harald, hier wird kein Auto sein. Wir müssen der. Wo ist er hin? Ist nach Hause gegangen. Keine Lust. Da ist der Stein nochmal. Oh Scheiße, Mann, wir müssen jetzt echt wirklich was finden, sonst war's das. Deine Waffe guckt aus dem Rücken. Das sieht ganz komisch aus. Bei mir liegt sie ganz normal an. Bei dir, keine Ahnung, wie es bei deiner aussieht. Du bist so dunkel. Du bist der Moor unter den Spielfiguren. Hier rechts ist auch nichts. Aber gerade auch. Es kommt. Hm? Nee, es kommt nicht viel an bebautem Land. Ja. Links wird geschossen. Oh, die machen gerade Party da.
Scheiße, Mann. Links von uns sind die Bunker. Da oben drauf, da sind diese Bunkereingänge. Mhm. Wo? Ja, es ist in den Bäumen. Ah, okay. Ah, stehen nur kaputte Autos. Nicht gut aus für uns. Steht denn nicht sonst immer rechts unten die Restzeit? Nee, es gibt nur ganz wenige Plätze, wo fest spawn ist für Fahrzeuge, aber. Nein, ich meine, die Restzeit, bis die Zone verkleinert wird. Ist das nicht immer so? Ach so, ja, also überleben würden wir es, weil kriegst du am Anfang weniger Schaden. Ja. Das war nicht meine Frage! Ich verstehe sie nicht ganz, ich muss mir was ausdenken, es kommt nur die Hälfte an. Ja. Die Restzeit, nochmal, was war deine Frage? Bis der die Restzeit, bis der Bereich sich verkleinert. Das ist doch der blaue Balken unten rechts. Nee, das ist der blaue Balken schon. Die blaue Wand ist gleich hinter uns. Die Restzeit ist ja dann der Timer, der da runtertickt. Ja, genau. Was aber die Wand bewegt ja gerade. Wenn du jetzt auf der Karte guckst auf M, dann siehst du ja, wo die Wand ist. Also. Ja, und was ist der blaue Balken neben der rennenden Figur? Das ist im Endeffekt, wie weit wir, das ist halt ein Verhältnis von zur Safe Zone, wo wir sind und wo jetzt gerade die blaue Wand ist. Da ist ein Motorrad. Na, Gott sei Dank. Motorrad ist mit mir halt immer so ein bisschen Selbstmord, das Problem. Ja, dann bin wenigstens ich mal nicht schuld. Oh, da kommt die blaue Wand. Oh, das tut richtig weh. So, rein! Huiuiuiui, raus hier! Wenn du jetzt... halt mal rechts klick. Und dann? Dann kannst du auch ballern und dann... Ah. Oh, rechts von uns schießt jemand. Achso, oh, hast du geschossen? Mhm. Okay. Ja, ich setze ja jeden Befehl umgehend um. Mit maximal 30 Sekunden Verzögerung, also. Ah. Ui. Jetzt fühle ich mich wieder richtig frei. Oh, da ist einer! Da war einer, hast du ihn nicht gesehen? Weiter! Was ist denn da los? Werden hier ständig geschossen? Kann ich dich jetzt auch erschießen? Ja, das ist richtig. Das Geilste, was ich erlebt habe, da stand ein Boot, also man musste quasi auf die Militärinsel darüber. Und dann stand da ein Boot im Wasser und ich habe nur hinter dem Boot gesehen, dass da Beine sind. Und dann dachte ich, ist das ein Bug oder sowas? Dann steige ich in das Boot ein, will wegfahren, der setzt sich einfach hinter mich und schießt mir in den Kopf. Das ist so wirklich, habe ich nicht schlecht geguckt. Aber gibt's hier auch Friendly Fire, so könnte ich dich jetzt auch? Ja, du kannst dich jetzt umwenden. Nee, das will ich nicht. Irgendjemand muss ja schließlich wissen, was wir zu tun haben. Oh, Schalldämpfer, nice. Ich wollte gerade wegnehmen, aber du hast mir den Weg versperrt. Brauche ich überhaupt 762? Nee. Also ich könnte mir hier ein bisschen campen. Ob hier wer vorbeikommt. Okay. Hier sind wir übrigens eben gerade gestorben. Der Runde davor. Hinter uns ist die Brücke da, wo die... Ah ja! Ich habe dunkle Erinnerungen an diesen Ort. Ach scheiße, wir holen uns das Auto, was da steht und ballern weiter. Na gut. Du bist da so kein Hand und Fuß. Check nur kurz das Auto, das Gehäuse, das Gehäuse, das Haus hier, mein Gott. Es ist ja auch eine Form von Gehäuse, so ein Haus. Ein Gehäuse für Menschen. Für Menschen. Ja. Soll ich fahren?
Oh, keine Ahnung, kannst du machen. Hier, da muss man hin. Musst über die Brücke. Mit Shift gibst du das Aussehen in den Turbo rein. Da kommen so Funken raus, okay. Fahren wir ins Rote. Rechts, 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 rechts. Ja. soll ich da wirklich durchfahren? Ja, das, also die Chance ist eigentlich immer sehr gering, dass man da getroffen wird. Na gut. Du musst den Turbo reinhauen. Ja, bin doch schon dabei. Oh. Ja, stimmt. Ich höre das ja nicht. Das stimmt, als Beifahrer hört man das nicht. Tut mir leid. Nicht schreien. Ich bin nicht da angeschrieben wird. Da vorne die Häuser, das ist unser Ziel. Die hier? Ja. So. Lass gucken, ob hier auch keiner ist. Puff, puff, puff. Ich glaube, hier ist keiner. Level 2 bist du gleich. Weil wir in der roten Zone sind. Im Haus ist es, das Gute ist, das Feuer konzentriert sich, desto weiter es in der Mitte ist. Desto weiter man in der Mitte ist, also. Nein, das Feuer konzentriert sich weiter in der Mitte, so meine ich das. Also, außen ist es eher ungewöhnlicher, dass man getroffen wird. Ja, ich habe auch schon so manche rote Zone über. Hast du die Level 2 Weste genommen? Nee, ich habe eine Level 3 Weste genommen. Die Level 2 war, war meine alte. Die lag da gerade, die Level 3. Okay. Ja. Siehst mal, ne? Bist schon stolz, ne? Dass du so jemanden im Team hast. Mit der Level 3 Weste. Oh. Nasenbär. Sie hüpfen hier und dort und überall. Die leben hier alle ganz schön siffig. Ja. So ein bisschen wie ich. Und haben auch ganz schön viele Waffenprobleme, will ich mal fast sagen. Ja. Wahrscheinlich ist der Start, in dem das hier stattfindet, untergegangen. Das ist quasi die USA nach Donald Trump, deswegen auch überall Russisch und, und Hattest du eine MP? Nee, ich habe einen M16. Ich hab noch einen Schalldämpfer, den pack ich eigentlich ungern weg. Ja, frag doch mal jemanden. Oh, hier liegt ein 8-Bar-Scope. Muss bei eBay Kleinanzeigen einstellen. Hab ich dir das. Nee, ich hab dir das noch nicht erzählt. Ne? Ich wurde letztens richtig abgezockt über eBay Kleinanzeigen. Wen hast du abgezockt bei eBay? Na, ich hab keinen abgezockt, ich wurde abgezockt. Achso, oh, was hast du denn gemacht? 700 Tacken, Alter. Oha! Ja, ein iPhone 7. Würde mich aufregen. iPhone 7 reingestellt, ne? Ja. Dann für 700 Euro, also die 128er Variante. Hat alles, war alles ganz normal, wurde angeschrieben, hab meine PayPal-Adresse gegeben, wurde sofort überwiesen, hab verschickt, ne? Und ja. Einen Monat später, wo ich das Geld dann natürlich auch schon längst investiert hatte, in vernünftige Dinge, kriege ich auf einmal eine Mitteilung von PayPal. Ja, die Buchung wurde rückgängig gemacht. Genau, ja. Tschüss. Und die so, ja, wie, was? Ja, dann hat der Kunde wohl angegeben, dass der Kauf mit einem gehackten Konto vonstatten gegangen ist. Und da hat PayPal dann seinen Käuferschutz sozusagen durchgesetzt und hat das Geld einfach wieder zurückgehen lassen. So, und ich meine, ich konnte zwar dann... Auf, okay. Ja, was los? Wir müssen uns bewegen. Ja, okay, gut. Ich konnte dann zwar nachweisen... Ah! Was? Killt, ihr Bastard. Wie, den Fallschirm? Nein. Wo? Wo war einer? Ganz weit hinten. Da fährt das Auto da hinten. Und du hast den im Auto gekillt? Ja. Meine Güte. Wenn ich das mal schaffen würde, das wäre das Video des Jahrtausends. Vielleicht können wir seine Leiche looten. Schauen wir mal. Ja, zumindest kann ich das Leichen angucken. Ja gut, das Geld ist natürlich... war das dann außerhalb von, von eBay geregelt oder was? Ja, bei eBay Kleinanzeigen, da gibt es ja keine... Ah, okay, Kleinanzeigen. Ja, nee, klar. Okay. Ich hatte nur eBay verstanden. Ja.
Das erklärt natürlich einiges. Ja, das ist natürlich gay. Das ist ultra gay. Oh. Gay ist ja nichts Schlimmes. Es ist scheiße. So. Oh hier, Schalldämpfer, nimm den mit. Oh, ich nehme ihn mit, ich nehme ihn mit! Oh, was hat er denn? Schalldämpfer, wo? Ah ja, da. Gehalten? Der hat gehalten, glaube ich. Ja. Da ist hier ein Scharfschützengewehr. Au. Bist du tot? Ausgenockt. Warum kann ich ihn nicht kurz heilen? Ja, warte. Ich kann nichts mehr nehmen. Ich kämpfe hier gegen Leute, ne? Oh, oh. Ich sterbe hier gerade. Oh. Also, da kommt noch ein Auto. Fuck, Mann. Ist er ausgestiegen? Ah! Easy Matenten! Ja, ich komm ja. Oh Mann. Ja, ich kann nichts mehr nehmen. Ich bin voll. Ja, ich bin leider auch komplett voll, ey. Obwohl, nee, ich könnte. Au, 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 au. Ah, natürlich, ich könnte natürlich durch den Scheiß Rauch gucken. Pass auf, geht da nicht hin. Die sind 330 ungefähr. Wir sind 330. Komm weiter nach rechts, komm weiter nach rechts. Jetzt kommt da noch ein Auto. Ich raste aus. Jetzt fährt woanders hin. Los, du schaffst das. Tu alles. Gib alles, meine ich. Aua. Ich hab Zeit. Sie sehen hier, wie ein Fisimatent von Baum zu Baum läuft, hüpft. Hier ist der andere. Hast ihn! Ha! Ausgenockt! Oh! Aufpassen! Meine Güte, du bist ein richtiger Pro-Gamer! Ist mir so eine Ehre, an deiner Seite gestorben zu sein. Versuche jetzt natürlich noch irgendwie rumzureißen. Werde dementsprechend nicht rausgehen. Bist du auch noch da oder bist du schon weggegangen und hast keine Lust mehr? Wohin soll ich denn gehen? Ja, weiß nicht, einfach du bist tot und das sein könnte. Ich habe jetzt keine Lust mehr. Ich gehe jetzt nach draußen spazieren. Ach ja. Ha, also auf jeden Fall, Ende vom Lied ist, ich habe 700 Euro und ein iPhone. Ja. Das ist natürlich. Vergeben. Ja. Und hast du noch ein iPhone? Oh fuck. Ja. Ah fuck. Du bist tot. Das halt,
Aber das 5S noch. Was? Ja. Meine Güte, du Retro-Mensch. Ich hatte dann meiner Schwester Neues gekauft. Und dann hast du selber verzichtet und lebst weiter mit dem 5S. Das ist natürlich ja. sehr ritterlich von dir. Oh, sorry, ist das Display fuckt mir mittlerweile ab. Das macht halt manchmal so. Ah, weiß nicht. Wenn ich irgendwas Drag-and-Drop-mäßig quasi machen will und dann springt er einfach unten rechts in die Ecke oder oben links und das fuckt mich richtig ab. Ja, dann brauchst du doch mal irgendwann ein neues. Ach, ich wüsste aber nicht, wozu ich ein neues Handy brauche, um da eigentlich nur WhatsApp hinzuschreiben. Das Problem. Du kannst ja bei mir eins kaufen, ich hab gehört, das lohnt sich. Naja. Ach ja. Ui. Na, mal sehen, wie es diesmal läuft. Wie spät ist es eigentlich? 15.50 Uhr, meine Güte. Die Zeit fliegt schon wieder. Auch langsam leicht Durst. Ja, ich auch. Nach dieser Runde werde ich mir was Neues zu trinken holen. Da musst du leider mit leben. Das heißt natürlich nicht, dass ich absichtlich früh sterbe. Aber ich hatte schon, also das ist jetzt kein Witz, ich habe auch keine Beweise, aber bevor ich mit dir zusammenspielte, das war jetzt auch kein Vorwurf, hatte ich auch schon einige Kills. Ja, doch schon, also es existieren Kills. Ja, ich habe wahrscheinlich eine andere Spielweise, ich bin halt einfach... Ja, natürlich, es ist ja auch so... Schnell, und... Du kannst ja auch das, du kannst dich ja auch noch nebenbei unterhalten und das, dein Gehirn funktioniert dann. Ja. Ja, so. Wenn ich alleine spiele, dann kriege ich das noch irgendwie hin. Ja, dann, ja. Aber mir macht so halt viel, viel mehr Spaß. Ja, Solo ist halt wirklich einfach nur so, du spielst und dann stirbst und dann, okay, versuch ich's nochmal, und aber hier ist ja doch Schnacken und ja. Ja. Okay, wir gehen jetzt nach rechts. Doch schön, dass ich nach all den Jahren immer noch so gerne mit dir spiele. Und dich nicht eigentlich. Ich sag mal so, es ist schön, dass du nach all den Jahren überhaupt noch spielst, weil viele Leute kommen halt irgendwann einfach. Also ja, das ist. Ja, es ist komisch. So. Also. Sabine und ich unterhalten uns da ja auch oft drüber, weil ich meine, sie ist ja auch so, also sie zockt ja sogar noch mehr als ich, würde ich sagen. Ja. Und ich sag dann auch immer so, naja, also da musst du ja auch erstmal einen finden, der... Wo willst du hin? Du so nebenbei? Meiner macht gerade komische Sachen hier, steuerungsmäßig. Ja, na klar, eben. Na, also, und andere Kumpels von mir sind dann auch immer voll neidisch, ne, weil die haben dann halt so eine, das soll jetzt ja keine Wertung sein, aber die haben halt so ihre Freundin und die interessiert sich halt null dafür. Und dann müssen sie sich immer so eine halbe Stunde in der Woche freischaufeln, damit sie mal irgendwas tun dürfen. Ne? Und da bin ich eigentlich so froh, dass kein... Oh, da ist einer. Hier ist noch einer. Der verfolgt mich gerade. Und jetzt... Ich weiß leider nicht, wo du bist. Ich fliehe zu dir. Also ich habe eine Waffe. Okay, da hinten. Ja, da komme ich hin. Ja, gut. Also da bin ich sehr froh. Aber gut, sie zockt halt vorrangig PlayStation, ne? Jetzt gerade Horizon. Okay. Aber ist ganz gut. So, wo ist hier einer? Der ist jetzt, glaube ich, da rechts im Gebäude. Hier ist gar keiner. Doch, da war einer, glaub mir doch. Ich hab's auf Video, ich kann's dir beweisen. Wehe, du stirbst. Oh, da ist einer. Hilfe! Ah, hilf mir! Ja, ich bin im Badezimmer! Fuck, Mann! Er revived ihn! Er revived ihn! Ja, ich bin schon! Jetzt ist er weg! Ja, pass auf, er ist hinter den Boiler! Ich weiß! Nein! Versuch ihn wegzuhauen! Ja, wie denn? Hau ihn! Da, hau ihn! Hau ihn! Soll ich ihn einfach hauen? Ich! Ich hab ihn schon richtig hart getroffen! Oh, oh, fuck Schau. Die Henne! Meine Fresse! Hast du jetzt wirklich verlangt, dass ich ihn mit Faustschlägen besiege? Ja!
Er hatte nur einen scheiß Revolver, damit kann er fast nichts machen, außer du bleibst stehen oder so. Ich hätte das natürlich jederzeit geschafft. Ja, okay. Okay, dann du.